Was guckst du? Was guckst du? Was guckst du? Was guckst du? Mein Name ist Kaya Jana, ich bin halb Araber, halb Türke und komme aus Frankfurt am Main. Ich muss sagen, unsere Diskotheken, die finde ich echt kacke. Das erste, was ich machen muss, ist am Türsteher vorbeigehen. Meistens ist das ein türkischer Landsmann und ist sehr, sehr streng. Was guckst du? Was guckst du? Ey, was guckst du? Ja? Was guckst du? Ey, du kommst hier nicht rein. Warum denn nicht? Du siehst scheiße aus. Guck mal, Schuhe Arsch, Hose Arsch, Fresse Arsch, alles Arsch, alles Arsch. Ey, machst du Stress oder was? Was ist das? Was guckst du? Was guckst du? Und dann bloß nicht diskutieren, ja? Sonst wird er ungemütlich. Was guckst du? Das ist ein Warnsignal, ja? Spätestens da einen Abgang machen. Obwohl, ein kleiner Tipp an die Jungs. So öfter sich mal einen Sack reibt, vielleicht gut. Das erdet irgendwie. Kannst auch einkaufen gehen damit. Aber niemals zum Chef gehen, Chefchen, alter Junge. Ey. Sei denn, der Chef ist ein Türke, korrekt, Alter. Was guckst du? Hast du Stress oder was? Was guckst du? Was ist das? Ja? Ey. Ja? Aber auch ich schaff's mal in die Diskothek reinzukommen, ja, und dann wird's ganz lustig, weil ich guck euch Deutschen ganz gern beim Tanzen zu. Das macht echt Spaß. Nur eine Frage. Hält ihr beim Tanzen auf den Rhythmus oder auf die Wörter? Weil die meisten von euch tanzen so. Und ich sag das vor allem den Jungs, ja? Weil die Frauen, die gucken euch zu. Was guckst du? Die denken sich, wenn der so bummt, wie der tanzt, na dann guten Nacht. Was guckst du? Obwohl die Türken tanzen eigentlich auch nicht viel besser. Was guckst du? Echt kacke. Ja? Weil die meisten von euch tanzen so.